Bahnhof Camp Bornhofen. Es ist dieser Lärm, der Willy Pusch seit 29 Jahren antreibt. Er kämpft im Mittelrheintal gegen den Bahnlärm und hat die 200-seitige Studie mitgebracht. Wir haben jetzt 3 Jahre auf die Studie gewartet und wir sind froh, dass die jetzt gestern hier uns öffentlich vorgestellt worden ist. Es wird Zeit, findet Pusch, nach so vielen Jahren Kampf gegen den Bahnlärm. Es wurde schon viel geredet und versprochen. Da erscheint die Machbarkeitsstudie wie ein Meilenstein. Bei Neuwied und endet bei Schierstein. 3 Jahre lang haben Experten das Mittelrheintal im Auftrag der Bundesregierung unter die Lupe genommen und 5 Streckenvarianten geprüft. 3 wurden als untauglich verworfen. Der Favorit, eine Strecke zwischen Mainz-Bischofsheim und Köln-Gremberg. Für diese Variante muss aber zwischen Wiesbaden und Neuwied eine neue Trasse durch den Taunus gebaut werden. 69 Kilometer lang. Mit einer neuen Brücke über die Lahn kosten 7 Milliarden Euro. Noch nicht aus dem Rennen ist auch der Streckenvorschlag der Bürgerinitiative Mittelrhein. Der Verlauf weiter östlich in der Nähe der schon vorhandenen ICE-Trasse. Die Strecke deutlich länger. Sie würde überwiegend durch Tunnel verlaufen und wohl 3 Milliarden Euro mehr kosten. Da geht es 131 Kilometer unter der Erde. Hat den Vorteil, dass man eine höhere Geschwindigkeit fahren kann. Die doppelte Menge an Waren transportieren. Wir haben nur eine Steigung von 1%, ja, wo man auch wieder mit Energie einspart. Ja, und das sind die Vorteile dieser Trasse. Die Chancen für den Bau einer Ausweichstrecke für Güterzüge sind mit der Studie gestiegen. Bis sich hier wirklich was tut, wird es aber wohl noch lange dauern. Also das Gefühl sagt mir, 20 bis 25 Jahre brauchen wir. 3 Jahrzehnte kämpft Willy Pusch mit der Bürgerinitiative Mittelrheintal schon gegen den Bahnlärm. Er weiß, es ist noch lange nicht vorbei.